Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dudes und Dudarinas. Herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengütze aus dem Deist-Schnittbunker. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen. Ich habe eine sehr, sehr coole Aktion gestartet, wie ich finde. Die hat mich wirklich sehr lange in der Planung und in der Ausführung beschäftigt. Und nun ist das erste Video aus der ganzen Videoreihe raus. Tabletop Galore, in diesem Falle jetzt Star Wars. 4 Videos werden das sein. Und naja, ich wollte einfach nochmal kurz Werbung machen dafür. Wenn ihr richtig Bock habt, Star Wars Tabletop, 3 verschiedene Star Wars Tabletops zusammen in einem Spiel, in einer sehr, sehr geilen Location, passend dazu, dann schaut mal da oben rauf. Das könnte vielleicht den einen oder anderen auch interessieren, wenn man sich ja für nicht nur für Warhammer interessiert, sondern vielleicht auch für Star Wars Tabletop Games. So, kommen wir zum eigentlichen Thema. Warhammer Total War 3 hat einen neuen Trailer rausgehauen und das Interessante ist nicht nur, dass eine neue Fraktion angekündigt wurde, im Endeffekt wurden ja 2 Fraktionen dort gezeigt, sondern auch die Warhammer Community hat passend zum Release des Trailers auch noch ein neues Posting veröffentlicht. Also die Warhammer Community ist im Endeffekt der Blog von Games Workshop und dazu ist auch ein passendes Posting dazu. Worum geht es denn überhaupt? Der neue Trailer zu Total War Warhammer 3 zeigt nicht Render-Videos, sondern im Endeffekt, naja, es ist schon vorgerenderte Videos, aber in der Ingame-Grafik ein richtig cooler, epischer Trailer, wo es darum geht, dass 2 Armeen sich im Endeffekt bekämpfen und eine Armee da ein bisschen stärker oder näher vorgestellt wurde. Und zwar greift die Dämonenarmee des Siege oder eine kombinierte Armee des Siege greift die große das große Reich Cathay an, das große Kaiserreich Cathay. Cathay ist im Endeffekkt im Warhammer Fantasy Universum in der alten Welt, also damals Warhammer, ne? Warhammer Fantasy, ist das im Endeffekt auch von der Region her China, das große alte China. Und so sieht Cathay auch aus. Wir haben Armeen, die an das heute alle in Japan nicht an, auf jeden Fall diese Kaiserreichszeit. Ich weiß, ich kenne mich tatsächlich mit der chinesischen Historie gar nicht wirklich aus, dass ich sagen kann, aus welcher Epoche das ist, aber wenn ihr euch typische Kung-Fu Schwertfilme anguckt und im Endeffekt all das, was Disney gerade fabriziert Richtung China und im Endeffekt all die großen Firmen, die jetzt irgendwas für China produzieren, den chinesischen Markt, genauso sieht die Armee von Cathay aus. Viele Leute mit großen Drachenkanonen, dann gibt es irgendwelche fliegenden Zeppeline. Ne, es sind keine Zeppeline, es sind auf jeden Fall Boote mit Heißluft. Also die erinnern so ein bisschen an die Caradon Overlords mit ihren fliegenden Booten. Und dann gibt es natürlich Terrakotta-Krieger. Natürlich gibt es Terrakotta-Krieger, die allerdings in riesigen Größen dann durch die Gegend marschieren. Und eine der epischen Heldinnen, die dann sich in einen Drachen verwandelt. Und auf der anderen Seite der Schlacht war, wie ich schon sagte, die Armee des Siege. Man sieht Kairos Schicksalsweber mit seinen 2 Köpfen. Man sieht Horrors. Man sieht offensichtlich irgendwelche Chaoskrieger oder Chaosmagier, die auf Discs durch die Gegend fliegen. Also des Siege. Das ist ganz cool. Da sind aber die Einheiten, die da gezeigt werden, so ein bisschen verschwommen und werden nicht so genau gezeigt, weil der Fokus eher auf Cathay liegt. Das wird nochmal interessant sein, was sie da alles revealen werden. Welche Einheiten wir denn da sehen werden. Und ob wir überhaupt oder wie viele Einheiten das sein werden, die wir überhaupt kennen. Weil mit Cathay machen wir natürlich den Schritt weiter weg aus dem, was Warhammer Fantasy früher an Lore gebracht hat und vor allem, was es an Figuren gab. Cathay war zwar in der Lore schon immer irgendwie beschrieben, aber eher so als Randnotiz, dass es die da irgendwie hinten gibt und die da auch eine große Mauer haben, um den Einfall der Mongo, ich meine das Chaos irgendwie zu verhindern. Und dann sind dann noch die Ogre-Stämme, mit denen sie auch andauernd kämpfen. Aber richtig groß ausgearbeitet wurden die nicht. Es gab auch nie wirklich Figuren davon. Und das ist das erste Mal, dass man Cathay wirklich visualisiert sieht. Das ist alles schon relativ beeindruckend. Viel beeindruckender finde ich aber tatsächlich die Tatsache, dass die Warhammer Community dazu natürlich auch ein Posting gemacht hat. Klar, die machen eine Cross-Promotion. Aber nicht nur das, sondern das Warhammer Team, also Games Workshop, hat an Design für Cathay mitgearbeitet. Und sie haben einige Konzeptskizzen veröffentlicht. Also das heißt, es kommt nicht nur von Creative Assembly, sondern auch von Games Workshop selbst. Also normalerweise ist es ja so, dass so ein Lizenznehmer macht Artworks und lässt die sich natürlich von Games Workshop dann abnehmen, vom Lizenzgeber. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass der Lizenzgeber damit gearbeitet hat. Und sie haben halt auch ein paar von den Skizzen veröffentlicht. Und da ist dann nicht das Logo von, oder nicht nur das Logo von Total War Warhammer 3 drauf, sondern auch von Warhammer The Old World. Wodurch man natürlich sagen kann, jetzt es ist, natürlich haben wir uns das vorher schon gedacht, aber es ist tatsächlich jetzt bestätigt, dass Cathay wohl
für Warhammer The Old World, also für das analoge Tabletop, kommen wird, weil sonst wüsste ich nicht, warum sie Artworks dazu machen sollten und das Logo verwenden, anstatt das Logo von Total War Warhammer 3. Das ist, finde ich, schon mal eine sehr interessante Entwicklung. Dementsprechend werden ja die beiden neuen Fraktionen, die es so nicht ganz gab, naja gut, Kislev gab es ja schon irgendwie, auch wenn das kein offizieller großer Release war, sondern das war ja nur Kislev als Armee, hatte zwar offizielle Figuren, aber ich glaube, das war nur eine White Dwarf Liste und die auch in der Kampagne irgendwie damals drin war, aber nie eine von den klassischen, typischen Armeen, die auch weitergeführt wurden. Und Kartei ist komplett neu. Also diese beiden neuen Armeen sind die beiden menschlichen Fraktionen bei Total War Warhammer 3 und werden dann dementsprechend wohl auch bei Warhammer The Old World kommen. Zusätzlich mit den 4 Chaos-Armeen sind wir dann bei 6 Fraktionen von Total War Warhammer 3. 6 Fraktionen soll es geben. Dementsprechend wissen wir ja eigentlich schon, welche 6 Fraktionen das sein werden. Was mich ein bisschen wundert, weil die Ogerkönigreiche auch relativ präsent sind da in Kartei oder um Kartei herum. Was eigentlich darauf hindeutet, dass die Oger eine der ersten DLC-Fraktionen werden wird. Und das sind ja auch im Endeffekt das ist die einzige Fraktion aus dem klassischen Warhammer Fantasy mit der alten Welt, die eigentlich noch fehlt. Oder? Irre ich mich da? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das ist die einzige, die aktuell fehlt. Die Chaos-Zwerge fehlen noch. Stimmt, die Chaos-Zwerge. Wobei, da würde mich... das wäre cool, dass die Chaos-Zwerge kommen. Aber die 6 Armeen, also ich denke, das werden die vier Chaos-Armeen sein, die 4 Chaos-Götter, dann Kislev und dann Kartei dazu. Ja, reizt mich Kartei. Ich muss gestehen, es sah zwar irgendwie alles ganz cool und imposant aus, aber die Armee reizt mich tatsächlich gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieses Grafik-Setting oder beziehungsweise dieses Setting mit dem chinesischen oder südostasiatischen Bereich, man hat also China oder Korea oder aber auch Japan, das sind immer coole Settings irgendwie, aber die haben mich nie so groß gereizt, dass ich da irgendwie stärker mit eingestiegen bin. So, das erste Shogun Total War war irgendwie ganz cool, das Four Kingdoms soll ja sehr gut gewesen sein, aber hat mich wegen des Szenarios irgendwie nicht gereizt, und aber auch Tabletops mit diesem Bezug wie Bushido oder sowas hat mich nie wirklich lange bekommen, und das ist aber reine Geschmackssache. Also das Ding wird wahrscheinlich vielen Leuten gefallen. Ich finde auch, es gibt in einigen Foren, gerade im Total War, gibt es da so einige Kommentare, die irgendwie über den irgendwie nicht so geil sind und auch hart rassistisch in die Richtung gehen. So sehe ich das nicht. Ich hate das tatsächlich nicht. Es ist einfach nur nicht mein Geschmack, aber dann ist es zumindest eine Armee, die ich in der Kampagne später weniger spielen muss. Ist doch auch super, oder? Dennoch kann ich euch jetzt schon versichern, ich habe Bock auf Total War Warhammer 3 und wenn es rauskommt, werde ich es mir holen. Vor allem, weil ich die ersten beiden Teile habe. Es ist das erste Videospiel übrigens, wo ich mir jedes einzelne DLC geholt habe. Das habe ich auch gekauft. Irgendwas stimmt da mit mir, bin richtig in die Falle getappt. Aber tatsächlich, ich habe dann zumindest, kann ich sagen, dass ich Kartei, ja, ich werde sie zumindest mal anspielen, aber ich glaube nicht, dass das eine der Fraktionen wird, die mich irgendwie richtig hooken wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da für mich nicht das alte Warhammer-Feeling rüberkommt. Natürlich kommt wahrscheinlich das Warhammer-Feeling auf, wegen der ganzen Armeen und alles drum und dran. Aber bei den anderen Fraktionen, die es bei Total War Warhammer gab, war das halt immer so, ja, die kenne ich als Figuren, die kenne ich aus den Büchern, die kenne ich von den Artworks, die kenne ich von den Miniaturen, alles drum und dran. Aber die kenne ich irgendwie nicht und die fallen auch irgendwie komplett raus. Dieser asiatische Stil, der hat ja nie groß irgendwie Einfluss gehabt auf die alte Welt oder auf Warhammer und kam erst jetzt so ein bisschen, hier und da ein kleines bisschen bei den Skaven, aber nie wirklich stark. Und wurde jetzt sehr stärker bei Age of Sigmar mit den Kuhelfen, ich habe vergessen, wie die heißen. Naja, die neuen Hochelfen im Endeffekt. Da haben wir einen sehr starken asiatischen, ich glaube einen sehr starken japanischen Touch mit drin. Aber sonst war das irgendwie nie so wirklich drin, deswegen fühlt sich das für mich nicht ganz nach Warhammer an. Man kann natürlich sagen, ja klar, es sind auch irgendwie alles nur Menschen und die sind alle ganz lieb und sehen auch ganz nett aus, weil ich finde, das sind immer die Guten. Aber dann kannst du auf der anderen Seite sagen, ja, aber das Imperium sind ja auch alles nur Menschen, die nach deutschem Spätmittelalter aussehen. Oder die Bretonen sind die Franzosen oder Briten, die nach dem Frühmittelalter aussehen. Das sind auch nur Menschen. Dementsprechend ist das vielleicht eine Kritik, die gar nicht greifen kann. Ich glaube, es ist einfach reine Geschmackssache. Ich bin gespannt, wie sie sich nachher im Spiel schlagen werden. Und vielleicht haben sie den einen oder anderen Kniff, wodurch die richtig cool zu spielen sind. Dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Was mich aber interessiert, was ist eure Meinung? Also würdet ihr, was haltet ihr von Kartei bei Total War Warhammer 3? Und vor allem, was haltet ihr davon, dass Kartei jetzt offensichtlich aber auch bei Warhammer The Old World kommen wird? Das würde mich interessieren und da bin ich tatsächlich ganz stark auf die Miniaturen gespannt, weil wenn die Figuren dann wirklich so aussehen wie in dem Spiel, dann werden sie sehr
unbeeindruckend aussehen, wie ich finde. Und da bin ich gespannt, wie sie das Design der Figuren machen werden, weil die ganzen klassischen, feudalen, mittelalterlichen, asiatischen Figuren auf dem Markt, finde ich, haben es schon relativ schwierig, weil da relativ wenig Over-the-Top-Magic-Fantasy mit drin ist. Also, wenn ihr den Trailer guckt, dann werdet ihr es sehen. Die Statuen nehmen wir natürlich mal aus und die Anführerin, diese Magierin, die zum Drachen wird, ist natürlich auch eine Ausnahme. Aber die ganzen Bodentruppen, da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und diskutiert auch gerne darüber, denn dann habe ich ein bisschen was zu lesen und würde dann auch ein kleines Meinungsbild haben, was ihr denn dazu denkt. Aber ihr wisst ganz genau, seid nett zueinander, sonst gibt es Krav Maga für alle. Und ich gebe sie zusammen. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.